So Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Und ja, ich begrüße euch wieder neu. Ich begrüße euch neu. Ist ja ein neuer Part jetzt. Ja, ich brauchte eine kurze Pause. Und also wollte das Aufnahmeprogramm ja auch nicht mehr. Ha! Kontrollpunkt noch erreicht. Der Pester kann nichts mehr tun. Genau. Tatsächlich, das ist ein Meisterschütze. Jo man, Sub spielt ja auch mit. Der Ball hat ja auch noch richtig mit, ey. Was war mal ein Parkplatz? Ne, ein Basketballplatz. Parkplatz, ey. Wir haben es mit Nikolai rufen oder so. Ja, sieht man ja, ne? Es tut mir leid.
Ich könnte es auch. Also warum in Teufels Namen kennt Makar auf dich? Ich war noch sehr jung und patriotisch, als ich Wladimir Makarov begegnet. Juri, wach auf. Sakaya würde nicht wollen, dass du das verpasst. Dieser Deal wird Millionen für unsere Sache bringen. Jeri kann viele Dinge kaufen, sogar Macht. Der Weg in unsere Zukunft beginnt hier, mein Freund. Was soll das heißen? Es ist zu leicht. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Tausende von Seelen mit einem Knopfdruck vernichten. Das ist die erste. Das war kein Krieg. Es war Wahnsinn. Ich weiß, was du getan hast, Juri. Ich weiß, was du ihnen erzählt hast. Was heute hier passiert, wird die Welt für immer verändern. Nichts kann es aufhalten. Nicht allein du. Soldat, kein Mörder von Nischen. Aber seine Auge machte mich das zu. Okay, Juri. Du hast dir etwas Zeit verschafft. Vorerst. In Herford gibt es einen Kirchturm, an dem die Namen der Toten stehen. Wir versuchen, ihre Taten zu würdigen, auch wenn die Erinnerung an ihre Gesichter verblasst. Denn nur diese Erinnerung bleibt, die Bastarde alles andere genommen haben. Was ist passiert? Herzog getötet. Er ist tot, Mac. Und was willst du jetzt von mir? Einen Ort. Unser Russe sagt, Makarov hat früher Waffen in einer alten Burg bei Prag gelagert. Genaueres weiß er nicht. Kann man ihm trauen? Habe ich denn eine Wahl? Er hat selbst Gründe, Makarov tot sehen zu wollen. Schon mal von dem Ort gehört? Ja. Wir haben damals zu Sakaevs Zeit Drohnen über eine verdächtige Burg geschickt. Aber es kam nichts dabei rum. Womit habe ich es zu tun? Das ist eine Festung. Nur ein Weg rein oder raus. Außer man kann fliegen.
Die Sicherheitszentrale ist auf der anderen Seite der Anlage. Ein Kommandozentrum nördlich davon. Beides schwer bewacht. Wenn Makarov dort ist, ist er in diesem Kontrollraum. Was schickst du mir da? Eine Ausrüstungsliste. Das ist eine Menge Zeug, John. Was hast du denn vor? Was du mich gelehrt hast. Alle töten. Ich habe gerade gemerkt, dass ich gar nichts sagen sollte. Ich sag schon wieder so viel. Sorry Leute, aber wirklich, Mann! Da konnte ich einfach nichts sagen. Immer diese Schleichmission. Man merkt richtig, wie, ja, spannend das hier ist, ne? Es gibt hier absolut nichts zu sagen, finde ich. Ich weiß jetzt aber nicht, ob hier jetzt wirklich Makarov ist. Wie gesagt, ich kenne die Story einfach nicht mehr. Klar, ich kenne das Ende, das kennt so ziemlich jeder. Aber wie es jetzt weitergeht... Um das Kommandozentrum sind Kameras. Auf beiden Seiten. Hier? Na, wir müssen.
müssen nur an die Tür klopfen. Das war Fail. Leuchtsignale ein. Nachtsicht abnehmen. Ihr macht das auf die alte Tour. Okay. Ich weiß, du zielst sehr schlecht momentan. Da habe ich dich in Modern Warfare 2 woanders erlebt. Mann, jetzt fast geschafft. Sie setzen Leuchtsignale ein. Nachtsicht abnehmen. Ihr macht das auf die alte Tour. Nicht mein Magazin, das gefällt mir nicht. Wir haben etwa 10 Minuten, bis die Leichen finden. Na, ja, los. Ja, kann ich mal so eine Restaurierung an der Burg? Kann sein, sieht wahrscheinlich so aus. Übertönen. Warte auf mein Zeichen.
Kommt einfach mal mit Planänderung. Что здесь происходит? Вы получили ответ от охраны?